So, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 und wir haben jetzt etwas länger diesem wundervollen Fernsehprogramm zugeguckt. Dann können wir jetzt auch mal weitermachen. Endlich hab ich euch gefunden! Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Wedge! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine Explosion? Anomale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Sie wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Er war leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Alle Mitarbeiter bitte umgehend evakuieren. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett, er hilft uns. Ha? Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Okay, wir haben jetzt einen Plan. Wir wollen... Wait, warum ist Aerith bei uns? Stimmt, erstmal wollten wir ja noch die Waffenmodifikation anwerfen. Und zwar... Moment, gucken wir uns erst mal ganz kurz die Waffen mal ein bisschen genauer an. Also, minus 20 magischer Schaden. Ich guck mal eben bei der Waffenmodifikation nach, weil mir der gute Blechwalz nämlich gesagt hat, hey, du hast sie ja noch gar nicht aufgelevelt, guck doch erstmal, was die kann. Ja, gut, okay. Zugegeben, sollte ich mal machen. Vielleicht ist das eine magische Attacke plus 5, 5, MP Maximum plus 8. Was haben wir hier noch? Magische Attacke plus 10, 10. Ich glaube... Ja, ich glaube, wir können hier doch definitiv ein bisschen was rausholen aus der Waffe. Ich gebe dir recht, auf jeden Fall MP Maximum erhöhen. Magische Abwehr nicht, die bleibt gleich. Magische Attacke... wäre gut. Statusresistenz plus 5. Whoop, was war das hier? Längere Buffs. Nee, brauchen wir nicht. Erlittener physischer Schaden beim Blocken. Erhöhte TP magische Attacke. Bei niedriger... Ja, nee. Ich nehme mal lieber den Materia-Slot hier mit. Bling. So, und hier... drücken wir nochmal die magische Attacke hoch. Damit hat die auf jeden Fall eine bessere magische Attacke als der letzte. Hinzufügen. Zusätzliche Materia hinzufügen. Bei hohen TP physische Abwehr plus... Ja, nehmen wir mit. Das passt für Aerith ganz gut. Nee. Ja, MP Maximum brauchen wir auf jeden Fall. Magische Abwehr, magische Attacke haben wir schon. Okay, schauen wir nochmal kurz, was wir hier sonst haben. Materia-Slot. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte noch einen Materia-Slot erhöhen. So, magische Abwehr. Ja, komm, jetzt können wir auch die magische Abwehr nochmal hochsetzen. Schaden, magische Abwehr. Hier ist auch nochmal magische Abwehr. Die nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir hier noch? Erlittener Schaden beim Block. Erhöhen TP. Achso, hier kann ich... Ich habe nicht mehr die Punkte für. Hier könnte ich noch was. Statusresistenz plus 5. Dann nehmen wir doch die mal mit. So. Ja. Dann... Warum auch immer
die das Aufwerten in einen extra Slot gepackt haben. Tatsächlich hätte ich das cooler gefunden, wenn das direkt an einem Ding gewesen wäre. So, das sieht doch schon viel besser aus. Habt ihr völlig recht. Zack. Gleich alles mitnehmen. Schön. Jetzt müssen wir nochmal kurz hier schauen. Physische Abwehr, magische Abwehr, Plattenschutz, Armreif des Magiers. Genau, stimmt. Das wollten wir ihr auch noch geben. Und dann drücken wir ihr jetzt nochmal von Barrett die Heilung in die Hand. Damit wir hier dann ein bisschen besser ausgerüstet sind an der Stelle. So. Dann, ach, ausruhen kann ich mich hier nicht. Na gut, dann muss ich hier wohl doch schon rausgehen. Ist das hier eine Dusche? Das ist das gesamte Badezimmer. Dusche, Badezimmer, alles in einem. Ist ja schon ein bisschen seltsam. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Wäre mir kein Wunder, wenn hier noch der ein oder andere Kampf auf uns warten wird. Ein Froschring. So, jetzt sind wir auch gegen Frosch geschützt. Hier war noch ein Raum, da sollten wir auch vielleicht nochmal reingucken. Okay, nichts. Ruhig alle Räume einmal. Anschauen, nicht, dass wir hier irgendwo eine Kiste liegen lassen. Wie die hier zum Beispiel. Das wäre ja fatal. Eine Phönixfeder. Wunderbar. Wir gehen hier bestens ausgerüstet aus der ganzen Nummer. Hier drüben war auch noch eine Kiste. Die wollen wir natürlich auch haben. Super. Ein Äther. Nanu? Da ist der Weg. Ach, das ist eine Tür. Das muss man erstmal herausfinden. Ist mir egal. Ich gehe trotzdem nochmal hier ran. Hier lang. Weil. Ich glaube, hier war. Ja, klar, hier waren wir schon mal. Einfach nur nochmal kurz einmal hinsetzen, bevor wir aufs Dach von Le Presidente gehen. Oder Direktor Shinra, was ich auch ziemlich interessant fand. Fällt mir erst jetzt nebenbei auf. In der alten Version war es nicht Direktor Shinra, sondern Präsident Shinra. So, hier waren wir schon. Und wie wir schon mal herausgefunden haben, machen die sich nicht so wirklich die Mühe, Sachen doppelt zu verwenden. Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. Ah, da ist er ja. Dann husch rein mit euch. Und wieder eine Etage weiter oben. Was ist denn hier passiert? Alter. Sie sind alle leer. Der Schwan nichts Gutes. Das hat ja ein bisschen was. Und wie? So einer schon wieder. Hallo Venom. Die haben das wohl angerichtet. Dann sollen sie dafür bezahlen. Überlass die mir. Ah, Mann. Euch hatte ich doch schon mal. Ah, stimmt. Da war aber Klauf gar nicht dabei, fällt mir gerade auf. Dementsprechend konnte ich keine Analyse wirken bei den Viechern. So, jetzt kann ich es aber. Und sie sind wirksam gegen Eis. Das ist doch super. Bisschen auf. Dann gucke ich mal eine Sekunde nicht hin. Cloud Aero Blip. War das alles, was wir mit ihm hatten? Aber Eris hat nochmal Magie. Eis. Sehr schön. Ist zwar nichts Großes, was sie hat. Aber zumindest kann sie nochmal ein bisschen Action machen. Der springt gleich hier sicherlich auf. Oh, das war schon.
Das war heiß! Oh, ich mag Red. Ist nebenbei einer der coolsten Charaktere hier in dem Spiel. Moment. Gucken hier nochmal. Weil ich glaube, hier waren wir nämlich das letzte Mal noch nicht. Aha. Hier könnten nämlich noch ein bisschen Zeug rumliegen. Ja, und wenn wir uns halt eben hier nur ausruhen, ist ja völlig Wurst. Auf jeden Fall. Red 13, ich... Ist nebenbei auch meine alte Gruppe gewesen. Also Barrett, Red und Cloud. Hatte einen ganz bestimmten Grund. Im alten Final Fantasy Teil war das so ziemlich die ausgeglichenste Gruppe mit dem meisten Schadensoutput. Und mitunter die stärksten Limit Breaks. Also ganz unterschätzen sollte man die Dudes wirklich nicht. Ich wundere mich nur ein bisschen. Oh, hallo ihr. Okay, da unten startet gerade irgendwie die Venom-Apokalypse. Also gehen wir hier lieber den Weg entlang, wie wir ihn langlaufen sollten. Ich gucke hier trotzdem sicherheitshalber noch einmal um den Fahrstuhl herum. Man weiß ja nie. Los. Also ein bisschen Fahrschulmusik wäre geil gewesen. Aber ich dachte gerade, als diese Tür aufgeht, boah, da gucken mich so Augen an. Sind's aber gar nicht. Sind wir hier? Oh nein. In Hojos Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf aufs Dach. Ich kenne dieses Gefäß und ich kenne das, was da drin ist. Ich hab's nur an einer anderen Stelle erwartet. Bist das wirklich du? Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt.
Hey, Moment, so stand das aber nicht im Skript. Ich muss hier weg. Definitiv. Vor allem, da oben sind Leute einer riesengroßen Gefahr ausgesetzt. Aber okay, passt schon. Es wird zumindest mal ein Lauf, bei dem wir vermutlich unsere Heiltränke verwenden. Nicht echt. Das ist echt eine Hexenküche. Ich sag dazu nichts, weil ich bekomme da an dieser Stelle leichte Flashbacks gerade. Versuchsbehälter. So komme ich rüber. Ja, zumindest was das da unten angeht. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt erklärt wird. Und deswegen will ich dazu nicht, nicht zu viel sagen. Aber the fuck? Kann man da reingucken? Nee, man kann da nicht reingucken. Wie ein böser Traum hier. Was war das? Oh, 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 oh. Ich habe ihn gerade noch auf mich zufliegen sehen. Monodrive. Eine große Sache. Was auch immer. Ich wollte eigentlich hier hoch, weil das sah mir so aus, als ob es hier irgendwas geben wird. Nö, nur eine Sackgasse. Okay. Das sind genau die Gegner, die Cloud benötigt, um sie platt zu machen. Gar nicht geil hier. Gar nicht geil. Ich möchte hier unbedingt raus. Na, gehen wir mal hier lang. Aha, da liegt noch was. Eine Materia. Na. Na komm, du siehst sie doch direkt vor dir liegen. Also es gibt so manche Momente, da ist die Steuerung irgendwie so ein bisschen unpräzise. Muss ich gestehen. Und das war jetzt gerade eben so einer dieser Momente. Mako. Nicht wenig davon. Ach Mensch, die Venom Dudes sind auch wieder unterwegs. Hallo. Ich helfe dir. Danke. Oh. Das ist nett. Red hat sich uns beigefügt, hinzugefügt. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der auch direkt die Feuermateria bei sich. Aber schauen wir mal. Au. Der kann ja nicht mit Blitz angreifen. Naja, kann er schon. So, einmal Mutangriff. Das ging, glaube ich, irgendwie voll daneben. So. Oh, da steht noch einer. Alles okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Gut. Ich würde sagen, Red ist jetzt eindeutig ein Partymitglied. Hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man hier... Ah, okay, man muss hier springen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das hier irgendwie so ein Secret oder sowas wäre. Ist es aber nicht. Aber wir kommen hier zumindest ein bisschen weiter hoch. Das finde ich gut. Nee. Ist der jetzt eigentlich bei uns... Nee, der ist nicht bei uns in der Party. So eine Frechheit. Ich dachte eigentlich, dass er jetzt voll cool mit uns ausgerüstet werden kann und solche Späßchen. Aber nein, wir kriegen stattdessen eine Phönixfeder. Moment. Ah, da ist der Weg. Es ist schön, dass diese Dinger nur in eine Richtung zeigen. Was ist? Oh, das ist blöd. Ah, Red kann klettern. Das ist cool. Ah, okay, er ist in der Gruppe, kann aber nicht ausgerüstet werden. Das ist gut zu wissen.
Wird an einer Wand das Symbol Dreieck angezeigt, kann Red an dieser Stelle mit Dreieck entlang klettern. Cool. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Oh, und hallo, das Tommy. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Na los, mach auf. Macht er, beißt er da dran und hängt das... Oh, ich hab gedacht, der... Jetzt sieht aber auch gut aus. Ich dachte so, springt hoch, beißt drauf und zieht es dann mit dem Maul runter. Das hätte ich voll lustig gefunden. Das wäre irgendwie niedlich. Oh, hier können wir uns nochmal hinsetzen. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Einfach weil ich nicht weiß, was jetzt gleich auf uns zukommen wird. Das ist mir gänzlich neu hier alles. Okay, aber wir haben hier Kisten, die können wir zumindest verschlagen. Wenigstens etwas. Einen kleinen Bonus haben wir dann doch noch bekommen. Ah, Walze Sektion 1. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt hier... Dieser Laden ist das reinste Gruselkabinett. Ach super. Dass wir ja eigentlich gleich mal bei, bei den Leuten ankommen. Yay, Barrett! Komm mir bloß nicht zu nah. Brauchst du Hilfe? Ganz sicher. Einmal hier Maggi. Ah, ich weiß gar nicht mehr, was ging. Ich glaube, ich mache es einfach mal. Ich setze hier mal einfach Feuer ein und gucke, was passiert. Wirkungslos. Wirkungslose Angriffe sind auch die schönsten. Na, schnell rollen, rollen, rollen. Und... Fertigkeit, Impulshieb, ich glaube, das klingt ganz gut. Und noch einmal. Impulshieb funktioniert besser als die anderen Dinger. Ich versuche es jetzt mal mit Blitz auf das Teil. Ich glaube, ich hatte schon mal gegen die gekämpft und war mega verzweifelt. Gut. Mehr von denen. Das Gute ist, die halten nicht ganz so viel aus. Ich weiß nur nicht, wie viele davon noch kommen werden. Das könnte man durchaus so sagen. Motte. Hallo. Hallo Motte. Aber gegen Motte habe ich was Tolles parat. Und zwar ist es eh wieder so ein Elektro-Ding, also Blitz! Und das Ganze nochmal. Au! Barrett ist auch noch dabei. Oh, der hat auch nochmal Blitz parat. Ich glaube, dann ist das Ding hier aber auch passé, sag ich doch. Schöne Explosion zum Abschied. Alles klar? Ja, keine Sorge. Na dann, ist ja gut. Der Ausgang? Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aerith. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Störenfrieden hat sich am Plan nichts geändert. Los, Leute. Na gut, das ist mal schön. Eine gute Aussage. Aber ich glaube, ich nutze nochmal den Weg zurück, um uns einmal kurz vollständig auszuruhen. Hier war doch so eine Ausruhecke, genau. Ah, ich sehe schon, komm. Und dann gehen wir da hoch und dann stehen wieder die Gegner da. Und wir haben alles umsonst gemacht. Wie meinst du das mit unten mit den Pots? Ach so,
Ja, nee, kann ich nichts zu sagen an dieser Stelle. Also möchte ich nichts zu sagen, weil ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig weiß, wo dieses Spiel, also wohin dieses Spiel laufen wird mit den folgenden Teilen und wie viel ich dadurch spoilern würde und sowas, und das wäre dann halt eben ein bisschen ärgerlich. Deswegen lassen wir das mit den Pots erstmal, das schiebe ich erstmal nach hinten. Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Zwillingsfehler. Oh krass, jetzt kommen hier die harten Dinger. Cloud kriegt eine neue Waffe, der Zwillingsfehler. 35 Punkte. Gucken wir ihn doch erstmal aufgewertet an, bevor wir anfangen rumzujammern. Upsa. Abgerutscht vom von der Stuhllehne. Weiß nein, nicht. Gucken wir mal. MP, längere Buffs, zusätzlicher Materia-Slot. Ah, okay. Physische Attacke. Das ist schon mal gut. Ja, komm. Magische Attacke erstmal. Dann physische Attacke. Materia-Slot. MP-Regeneration. Beschleunigt die MP-Regeneration in Kämpfen geringfügig. Das finde ich cool. Das nehme ich mal mit. So. Und MP-Maximum noch plus. Das nehmen wir auch mit. Weil mehr MP sind immer gut. So, schauen wir hier nochmal. Feuerelementare Attacken, Blitz, Wind, bla. Zusatzschaden von Elementbasierten. Das ist gut. Da legen wir uns nämlich nicht groß drauf fest, auf was das geht. Dann haben wir hier nochmal massives MP-Maximum erhöhen. Wir nutzen ja doch schon relativ viele Magiefertigkeiten mit Cloud. Längere Buffs, längere Debuffs, zusätzliche Materia-Slot. Ich glaube, das ist gut. Erlittener zusätzlicher Schaden. Quatsch. Erlittener magischer Schaden beim Blocken reduzieren. Auch wenn ich das Blocken regelmäßig vergeige, sollten wir das trotzdem mitnehmen. Da. Würde ich sagen. Gut. Jawohl. Das sieht doch vernünftig aus hier. Dann gucken wir mal, ob sich das wirklich gelohnt hat. Minus 23 Schaden finde ich ein bisschen happig tatsächlich. Aber okay. Ja, komm. Nehmen wir. Weil dadurch ist der Magieschaden nochmal gut erhöht. Und hinauf. Sag mal, wie tief sind wir eigentlich gefallen an dieser Stelle? Na los. Nicht erst hier hinsetzen. Öffne das Ding. Wow. Netter Wandlauf. Oh nein. Doch super. Sehr schön. Wartet doch. Wir kommen jetzt zu euch runter. Wie wär's mit einfach springen? Das wäre großartig. Ich finde das so geil, wie Red sich da so abkrepelt, um diese Hebel zu betätigen. Das ging schnell. Was hat sie gesagt? Ich glaube, irgendwas zu sein. Sie hat eindeutig nur wuh, 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 wuh gesagt.
Nein, ich habe nicht deinen Rechner gemeint. Sondern, Tief hat irgendwas gesagt. Und das war definitiv nur ein Wuhu. Ah. Ein Terminal. Zum Betätigen. Hier, Tifa. Cloud, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Bonjour. Ganz genau. Willkommen in der Walze. Meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid... Warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. So, dann wollen wir mal die Gruppe wechseln scheinbar. Wenn wir eh nicht weiterkommen. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an, okay? Geht klar. Schön. Aber wir haben hier noch so ein paar Dinger. Ob mit Cloud alles in Ordnung ist? An denen wir anscheinend... schon länger etwas seltsam. Ach so. Ja. Aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir? Alles im grünen Bereich. Gut. Aber was wir hier jetzt noch so mit Tifa und Aeris, unserem kleinen Traumpärchen, noch erleben werden, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.